Menschen, meine Freunde, und herzlich willkommen zurück zum Euro Truck Simulator. American Truck Simulator im Multiplayer. Habe ich es versaut, zusammen mit dem Tino. Hi Leute! Und schau mal an, wer hier ist, der Dalukart. Natürlich bin ich da, wenn es um Simulatoren geht. Natürlich, da war ja schon immer mit dabei. Ja, ein neues Projekt mit uns drei, ja, heißen Boys im Endeffekt im ATS. Und ich hoffe, ihr freut euch. Und wir stehen gerade in Las Vegas. Ja, Dalu als absoluter Noob, Tino als, ja, Mörderfahrer. Als Profi-Rennfahrer. Manus fährt schon vor. Und ja, wir sind in Las Vegas. Wir fahren jetzt nach Bakersfield, haben alle die gleiche Firma und auch alle den gleichen Abladeorten, würde ich sagen. Ready to go. Ist gerade frei, Leute. Ist es bestimmt nicht. Ist es frei? Ich bin draußen. Hier ist erstmal so ein Ami-Truck wieder, der mich kopfblockt. So, wir treffen uns erstmal in der Firma, ja? Oh shit, ich bin falsch aus. Ich bin dir hinterhergefahren. Wer bist du? Warum unten rechts ist mein Abschleppdienst? Ich würde gerne das Navi wiedersehen. Was F5? Muss ich dafür? F5. Jawohl. Wenn du mehrmals F5 klickst, da kommst du dann auch. Jetzt wird so viel immer Nacht, sehr schön. Manus hat den, ja, er muss wenden, Rückwärts, Leute. Rein, dem der Manus hier wieder Mist gebaut hat. So, vorne die Kreuz. Mit dem Dalu-ATS, dass ich das noch erlebe, ey. Ohne Natürlich. Ich hab gedreht. Also ich mein, einfach vorfahren zur Kreuzung. Von Shootern auf Simulatoren. Ich bin Profi. Simulatorenmeister nennt man mich. Naja. Ich werde einmal noch Live-Soundeinstellungen ändern, krass wie ich bin. Ne? Als Profi macht Live man das. Live-Soundeinstellung, so. Na gut. Da habe ich gemacht. Bei der Kreuzung links. Alles klar. Ey, jetzt fahren sie schon weg. Ja, wir die, nächste Ampel, die nächste Ampel ist eh wieder rot. Komm, ich muss noch über die drüber kommen. So, ich habe übrigens mein Auto gepimpt, hat ein V8 drin, zwei. Bei SLI. V8. SLI. Nice. Ja, Motoren-SLI-Betrieb, das ist geil, ne? So, das seid ihr. Orange und rot, ne? Orange und rot. Ja, guck mal, wenn du auf der Karte schaust. Warum sind wir. Ne, warte mal. Wenn du auf der Karte schaust, die Punkte, die sind grün. Also grüne Punkte sind grün. Links ein grüner Punkt. Ja, weil ich das bin. Nee, links, da ganz. Achso, dann hast du vielleicht einen aus deiner Steam-FL, der da gerade vorbeifährt. Ja, hier fahren viele Truck. So, hier vorne müssen wir links in die Firma. Ja. Sagst du, du kannst gerne links rüberziehen. Mhm. Ah, das ist ja am Anfang ist das ein bisschen Aufregung, ne, bis wir erstmal on the road sind. Er hat nicht geblinkt, ne. Doch, das sind aber hier rote Blinker, USA. So, hier müssen wir hin. Hier vorne einmal parken. Auftrag an dem. Moment, Vorsicht, kann ich Vorsicht, drauf? Vorsicht, das ist noch keine Collision Area hier. Jetzt ist natürlich schneller. Muss ja langsam drauf fahren. So. Beanie Express und ich haben ja erstmal ein paar Probleme. Okay. Langsam drauf fahren. Ich bin noch nicht in der No Collision Area, weil einer da mitten drauf steht. Beanie Moore! Hupen! Ha! Ja, das Problem ist, die blockieren sich ja alle gegenseitig gerade in der In- und Ausfahrt. Das ist halt wieder typisch. Ja, wir müssen, das Problem ist, wir müssen schnell hier raus aus der Stadt. Moment, stopp. Muss ich an dem Fragezeichen stehen bleiben? Ja, musst du Enter klicken und dann hast du die Aufträge und da, wo das GPS-Symbol drauf ist, den hast du ausgewählt. Da musst du nochmal drauf klicken. Das, was ich gerade ausgewählt habe, nochmal, ja? Den Bakersfield quasi dann bestätigen, ja. Hoffe, das hat er jetzt getan. Dein Auflieger steht bereit. Genau. Jawohl, dann fährst du hinter die Halle. Man sieht hier so viel, ey. Ah, da kommt einer da gerade hier. Was geht das? Muss ich jetzt selber den Anhänger da? Jetzt fährst du mal den Anhänger hängen. Der leuchtet auf. Ich glaube, ich fahre rückwärts und guck mir das an. Also über irgendeinen Anhänger da hinten müsste ein Symbol sein, was so drauf zeigt. Alter, ey. Ich hab weniger Sicht als in meinem Auto. Fährst du Inlandsicht gerade? Ja. Drück mal die 2. Und besser. Ja. So, dann fährst du rückwärts ran an den Auflieger und dann kommt irgendwann, wenn du optimal, also wenn du gut stehst, kommt T und dann tust du den anhängen und dann nach links raus. So. Dann lass mich mal den Hänger hier holen. Wie mache ich diese geile? Da die GTA-Sicht. Die ist gut. Ach hier, GTA 2D? Ja. Ich bin mit der Flycam drin, ich kann mich ja frei bewegen. Und da wird er aufgeladen, ja? Kein Problem für mich. Ja, ich bin Meister. So, na dann schnell raus hier. So, jetzt hat sich natürlich dein GPS unten auch aktualisiert. Korrekt. Zum Ort, also 256 Meilen habe ich.
dürfte ja ungefähr gleich sein. So, ja, 249. Ja, genau. So, und dann fahren wir hier mal raus. Seid ihr schon aus der No-Collision-Area raus? Tino ist jetzt raus. Du bist nur falsch gefahren. Standard. Stopp, dann lass mich wieder rein. Ah, Manus kämpft mit dem Problem. Zweite Ausfahrt und zweimal ist Manus falsch rausgefahren und ihr sagt, ich bin der Anfänger. So, jetzt geht's los. Und hier von links. Je nachdem, wie groß dein Trailer ist, bitte auswählen. Ja, ach, ich bin, wie gesagt, ich habe schon ganz andere Sachen gefahren, ne? Ja, früher noch den Schwerlasttransport. Vorsicht, Jan Rot. Ich sitze in LKW in der Innenansicht, es ist leise. Sachse, komm! Die Leute rot. Warten! Ja, Sachse! Ist trotzdem rot. Ich ein Strafzettel! Ach, ich denke, weiter vorfahren, aber merke ich nicht. Das ist kritisch hier. Wäre Schule abgezogen, das ist nicht so geil. So viel? Ey, das ist so eine. Oh Gott, da kommen die Russen. Und siehst du, wie sie lecken? Anderson fährt hier ohne Frage. Aber ich muss sagen, FPS-technisch hier in der Stadt, trotz so vielen Leuten, läuft richtig gut. Ey. Das haben sie nochmal verbessert. Ja. Ey, die Ampel ist fake, sagst du. Nein, nein. Das ist doch nicht, das ist wie in echt. Das ist wie in echt, ja. Dauert 12 Minuten. Sogar. Ich wurde voll weggerammt. So. Was, kriegt ihr es noch hin hier? Irgend so ein Idiot hat mich richtig weggerannt. Ja, der ist aus dem Collision Area rausgebumst und er läuft zu passen. Reporte ich direkt. So, ja. Ganz Latte Game da vorne. Ist grün? Ja. Ich gebe Latte. Wohl. Ja. Oh Gott. Bis später, Manus. Was, überholst du auch noch? Oh hier, da kommt er angezündet mit seinem weißen Oh, und der Blinker beim Einordnen sogar, ey. Ich geh kaputt, ey. Das ist. Oh Mann, ich so vorne an der Kreuzung links. Ich kann mir zum Sonntag gar nichts Besseres vorstellen, mit euch zwei in LKW zu fahren hier. Danke. Gut, so. Auf Gegenseitigkeit. Oh, ich rolle. Leertaste. Man schafft den Berg nicht. Handbremse angezogen lassen, Gas geben und dann beim Gas geben die Handbremse loslassen, dann kommst das du hoch. Das ist mir zu echt. So. Denk doch ein bisschen links rum, ne? Ja, ich weiß. Mann, das kriegt das doch nie hin. Boah, der Renny, der nimmt mich weg an der Ampel einfach. Ich glaube, ich habe ihn abgewürgt. Ja, wie gesagt, Handbremse. Ich habe ihn wirklich abgewürgt gehabt. Ja, klar. Und Dalu steht nach an der Ampel. Oh Mann. Vorne rechts, ich lasse dich vorbei. Ja. Ach, ein Träumchen. Es ist ein Träumchen. Dalu hat Spielzimmer. Der kommt hier noch. Wie findet ihr es hier bei mir in Vegas? Ihr kommt ja alle woanders her. Ach, das ist deine Stadt, das wüsste ich noch gar nicht. Ja. Deswegen kann ich mir auch erlauben, was ich will. Hier vorne auf rechts, Dalu, ne? Dein Strip. Ist ein Traum. So, und jetzt sind wir. Ne, sind wir auf der Autobahn? Ich weiß Highway nicht. Sind wir jetzt. Ja. Auf dem Highway. Ne, eine Autobahn gibt's hier nicht, du Greenhorn. Ach so, ja, stimmt. Entschuldigung. Ich Redneck. So, und die Highway. So, wie zünd ich Nitro? Shift. Gibt's das ab Level 10? Die Nitro-Kids. Ah, ich bin hier gut auf die Straße gekommen. Ja, aber hier mal auch für die Zuschauer. Wir spielen jetzt den Multiplayer-Modus. Hier ist auch kein Verkehr an. Nur andere Spieler, ne? 2000 richtig. Leute passen hier drauf. 2000 Leute auf dem Server aktuell, genau. Wie viel fahrt ihr gerade? 50 Meilen. 46, 47 Meilen. Okay, also... Ja. Hier einfach Vollgas, alles was geht. Darfst 80 Meilen darfst du fahren. Auf 68 Meilen ist es auf dem Server begrenzt. Ist noch ein bisschen dämlich gemacht, oder? Ja, bei 68 Meilen entsprechen halt ungefähr 110 km/h. Und wer ETS schon gespielt hat, der weiß ja, 110 km/h war ja auch die Begrenzung auf den quasi geschlossenen Servern gewesen. Und das haben sie halt hier ungefähr übernommen. Ich find's halt richtig cool, dass doch so zeitnah dann der Multiplayer schon online geht. Ja, das hätte ich auch nicht erwartet. Also da haben sie echt reingehauen, die Jungs, das muss man echt sagen. So, und im Multiplayer für meine Zuschauer, was macht man jetzt? Man macht eigentlich das, was man im Singleplayer macht, nur halt auf dem Server, wo alle Leute sozusagen genau. fahren, also dass wir auch was zusammen das, machen können. Das Ganze wird halt nochmal etwas realistischer dadurch, dass du halt wirklich keine KI hast, sondern nur echte Fahrer, die du nicht einschätzen kannst. Ja. Die du nicht mein,
Irgendwie werde ich immer langsamer. Ja, weil wir sind gerade in der Stadt drinnen, dann müsst ihr automatisch auf 38 Meilen runtergebremst. Okay, weil ich überhole dich locker. Ja, weil du hast noch einen größeren Schwung drauf. Ja. Ey! Gut. Oh, der sagt, wenn, und ihr sagt, Gott, Sachse macht hier die Kreuzung dicht. Was hat er gemacht? Unfall? Fast. Nee, es war halt Kreuzung und der rechts wollte halt rausziehen. Ist der, obwohl ich eigentlich ja schon 5 Meter vor denen war. Herr Sachse, oh, ganz krimineller Dude hier. Ich hab das ja gesehen. Ja. So, und sieht jetzt, steht unten, you have left the city. Erstmal hab ich Post. Ja, das ist schön. Dann ist das die Bank. Ja, die Bank hat wieder Geld eingesetzt. Ja, weil du wieder rückfällig bist mit deinem Rad. Ich hab noch kein Geld verdient, aber ich hab schon meinen eigenen Truck. Es gibt einen unglaublichen Vorteil auf Multiplayer. Nämlich, wenn man sich hier eine, du hast ja eine Werkstatt, die kannst du ja ausbauen. Und dann kannst du Fahrer einstellen, also quasi einen zweiten LKW kaufen, Fahrer einstellen. Auf dem Multiplayer-Server hast du das, den Vorteil, dass der 24-7 läuft. Das heißt, dein Fahrer, den du einstellst, der tut auch 24-7 für dich Geld generieren. Ja, das ist doch nice. Und das hast du beim Singleplayer nicht, dann macht er das eben nur, wenn du auch gerade spielst. Oh, sagst du, wie wär's, wenn du auf einer Spur fährst und nicht auf beiden? Weißt du, wie weit du von mir weg bist? Also, du bist mehr wie eine Armlänge Abstand bist du von mir. Eine Armlänge? Ja, von einem Menschen. Naja, jetzt bleib auf der rechten Spur, du Pfeife. So, naja, dann schauen wir mal, dann warten wir eben auf die anderen. Wir sind schon hier. Achso, oh lol, was macht ihr denn? Und dann kommt er in außer Kontrolle. Alter Vater, ey. Da kommt er. Alter, ey! Danke, 17%, du Klon. 3% an der Ware. Oh, du kannst mit einem LKW nicht einscheren wie mit einem Auto. Mit wem redest du? Mit dir. Ich bin 100 Meter vor dir. Alter, das darfst du nicht machen. Kannst du mal bitte meine Aufnahme gucken? Du weißt, dass du mich gerade von der Straße gerammt hast? Nein. Doch. Ich glaube, wir haben hier einen ganz gewaltigen D-Sync. Das kann natürlich... Du warst so weit weg von mir. Hier leider immer, ja, genau. Und als du rübergezogen bist, hast du mich voll von der Straße gerammt. Ich dachte, das war Absicht. Nee. Deswegen ist das Beste immer blinken und gucken, ob der Hintermann bremst. Ja, Sachse macht so was nicht. Hier nochmal die Wiederholung, wie er mich in den Dreck geschubst hat. Ja, das ganze Display ist hier. Das ganze Display rollt. Mein Gott, sehe ich nicht mal, wie schnell ich bin. Das ganze Display rollt. Nee, ist es ja hoch, wegen Schaden. Ich sehe euch nicht mal mehr auf dem Radar. Ja. Ganz drüber. Aber du bist ja nicht rechts runtergefahren, oder? Nein. Ich kenne den Punkt. Weg nach Bakersfield, den kenne ich in- und auswendig, Kollege. Ja. Wie war denn, wo war denn die Konsole, Randy, wo du siehst, welche Spieler gerade? Tabulato. Da beleidigt er mich und sagt, ich habe ihn geschubst. Nix habe ich gemacht. Ja, meine Aufnahme sieht man halt, du bist mit dem kompletten Trailer hast du meine linke Seite. Ja, das war, wenn du es gesehen hast, keine Absicht, weil bei mir war es halt nicht so. Ja, dann herrscht wieder noch ein Bild Desync. Naja, das ist ganz, das hatte ETS mal gehabt, massiv. Weißt du, da sagst du, ich bin losgefahren und Krieg gesagt, nee, du stehst, jetzt fährst du los. Das war bestimmt ein Abstand von 4 Sekunden oder so, Alter, das war tödlich. Das wir ist müssen klar, mal an der nächsten Tankstelle runterfahren. Weil ich gut da, Louis. Ja, eben, ich glaube, ich bin schon viel, viel weiter. Ich bin an der Einzeltankstelle. Also erst kommt dieses, ich sag mal, Autobahnkreuz. Ja. Und danach kommt eine einzelne Tankstelle. Da fahre ich jetzt runter. Oh, danke. Die Chevron. Dann tanke ich auch mal eben. Ist das da bei dieser, wie so eine Zoll? Auf der linken Seite ist auch noch so ein Platz, ein Rastplatz oder so. Also dann ist hier schon ein bisschen mehr los. Ja, da. Da ist er. So, na dann fahren wir bitte, mal hier rein. Bitte nicht umhauen, ja, ich tanke gerade. Ach, da steht er doch. Hallo. Hey. Wer rammt hier? Ja, ich muss erst tanken, dann bezahlst du für mich. Okay. So. So, ich warte hier auf euch. War nur ganz leicht angestupst. Macht schon Spaß. Es ist halt, es ist halt gar nicht so einfach, das ist halt das. Und mit Multiplayern dadurch, dass man eben nur echte Spieler hat. Dann so Clowns in den Sachsen. Was? Gibt dir Leitlein, ja, mit so einer schlechten Internetleitung. Was für eine Nummer habe ich eigentlich, Manus? Wie, was für eine Nummer? Du hast 1730, die ID.
Ja. Der Sachs hat eine 600er-ID, der alte Haudegen. Was hab ich denn? 1500? Okay. 1500, ja. Wo, wenn die doch fertig? Ja, könnte losfahren. Fährst du vor? Ja, ich kann vorfahren. Oder ja. Ja, ist schon cool, ne? Wenn dann die ganzen, die siehst noch kommen, dann gibt's ja auch meistens noch sowas wie Schwerlast oder besondere Frachten oder so. Das ist dann schon ganz nice. Es ist halt im Endeffekt einfach nur die Fracht von A nach B fahren, mehr ist es nicht. Aber es macht Spaß. Da vorne rechts. Ja. Da ist auch viel los an der Ecke. Ja, man merkt, dass 1900 Mann drauf sind. Das ist schon Wahnsinn. Ja, vor allen Dingen dadurch, dass der erste Server ist einfach schon voll. Ja, ja. Ja, vor allem, dass die Karte eben auch so begrenzt ist, merkt man, dass man nur zwei Bundesstaaten hat. Wenn das dann aufgemacht wird, wenn die DLCs kommen, mehrere Bundesstaaten, dann verteilt sich das natürlich auch viel besser, ja. Ja, aber es ist schön, so viele Leute zu sehen. Ich finde das cool. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Wenn sie nicht ausrasten und irgendwo in dich reinfahren, dann geht das. Ach ja. Dalu, wie kommt's denn überhaupt, ATS? Ich spiele das ja privat schon seit 4 Jahren. Achso. ETS Rang 140. Wenn ihr wüsstet, ja. Ja. Du bist auch einer, der spielt bestimmt heimlich Landwirtschaftssimulator. Ja, auch da habe ich ja meinen Meister drin gemacht. Den Meister? Nee, warum nicht? Ich finde das ja immer. Ich mag auch mal so Spiele, die man mal so locker spielen kann. Und so blöd es klingt, ich hatte gestern ja mit Kapuze aufgenommen. Und ich habe ja vorher immer alleine gespielt und da war man so aufs Fahren konzentriert. Und ganz lustig war, als Kapuze dabei war und ich mit ihm gequatscht habe, war das Fahren so nebensächlich, so wie in echt. Ja. So, man fährt so einfach die Strecke ab. Wie wenn du mit einem Kumpel im Auto sitzt, ja, irgendwo hinfährst, ne, und quatschst. Super witzig so gewesen. Vor allen Dingen ist man super schnell auch am Zielort dann. Ich finde nur schade, dass man da eine Geschwindigkeitsbegrenzung gerade drin hat, weil man es merkt, es fühlt sich irgendwie so langsam an, wenn er dann vom Gas runtergeht. Ja. Aber das haben sie halt, ich denke, dass da auch wieder offene Server kommen werden, wo du dann Topspeed fahren kannst. Aber ja, normalerweise ist der EU2, aber zum jetzigen Zeitpunkt, ich habe ja geguckt, ist es halt enabled. Also überall. Ist es denn eigentlich egal, auf welchem Server man spielt? Ja, ja. Also kann ich so oder so immer hin und her wechseln, wie Genau, also dein Stand bleibt immer derselbe. Ist es auch derselbe Spiel schon, wenn ich wieder Singleplayer spiele? Ja. Wenn du das speicherst. Also wenn ich hier Geld verdiene, ist es Singleplayer auch ein anderes Room dementsprechend drauf. Na, genau. Cool. Das ist echt super synchronisiert alles miteinander. Das passt. Ich habe nur noch 14 Meilen. Wir sind gleich da. Yep. In so, ich weiß wieder nicht, wie weit der Sachse von mir weg ist. Deswegen muss ich ja wieder ein bisschen auf. Ja, mal bitte. Deswegen, als du nämlich gerade sagtest, du bist nur eine Armlänge weg, war es auch nur eine Armlänge, ja. Okay. Also, da passt du nur noch menschliche Arm zwischen. Boah, Sachse! Alter, was hier los ist, ey, übel. Ist hier auch so eine No-Hit-Area? Das ist eine No-Hit-Area. Alter, du hättest fast den Japaner umgehauen, ne? Nö, nö, hab ich gesehen. Hab ich gesehen. Das ist ein Japaner hier, ey. Das hat er am ETS schon immer gemacht. Oh Mann, aber hier ist in Bakersfield. Was ist denn hier los? Der lässt mich rein! Wie geil ist das denn? Ja. Ey, cool. Das ist ja genial. Er hat mich aber vorfahren lassen. So, also ich fahr jetzt gleich in die Firma. Ich muss einfach erstmal stehen bleiben und auswählen, wie ich den abliefern will, ne? Richtig. Wenn du an der Firma bist, genau, ob du selber einparken willst oder einfach nur abgeben. Das Einzige, was dir das bringt, sind halt Erfahrungen. Die Level bringen dir in dem Sinne eben was, dass du natürlich dann auch für den LKW mal einen besseren Motor kaufen kannst, besseres Getriebe und so weiter halt, ne? Also ist schon wichtig. Zufriedenstellend, mein Gott, $800 minus. Wo sehe ich denn jetzt nochmal, wo ich parken soll? Weil hier ist ja die Hölle los. Das leuchtet auf dem Boden auf. Ah, genau. Da wechsle ich wieder die Ansicht. Alter, wie sich hier alle treffen. Ja, in den Städten ist echt viel los. Wahnsinn. Im ETS durch diese zwei DLCs, die dann kamen, mit einmal Skandinavien und einmal so ein bisschen dieses osteuropäische, hat sich das natürlich dann mehr verlaufen. Da hat man nicht ganz so viel gehabt wie hier. War in den Städten viel los, aber ansonsten war es halt, oh Gott, war ja gar nichts gerade. So,
Welches Level bist du eigentlich, Randy? Mit dem Speicherstand hier 5 und mit meinem privaten bzw. Stream 12. Ich bin jetzt Level 7, ich könnte mir einen neuen Motor kaufen für den LKW. Würde ich dir auch raten. 450 PS. Weil der Anfangsmotor ist echt scheiße. Ja, 370 nicht, oder Bringer. So, einmal abhängen. Bin ich ja gespannt, Ergebnis. Ich ausgezeichnet! Ja, super. Schade zufriedenstellen, minus 800 Dollar. Also 3,8% Schaden. Ich muss nur so ansatzweise in dem Radius da stehen, ne, der vorgegeben. Solltest in den Radius. Was ist wichtiger, der Hänger oder die Front? Der Hänger ist wichtiger, okay. Bereit zum Abkoppeln, bitte folgende Taste drücken. Jawoll. Ausgezeichnet. Hat Cash gegeben. Werde jetzt wahrscheinlich erstmal. Okay, was mache ich jetzt? Fortfahren oder was? Mitnehmen. Ihr Hänger? So, ich würde einmal, haben wir hier einen LKW? Na, eigentlich sind wir erstmal fertig soweit, ne? Ja, das war unsere Fracht, ne? Ja. Genau. Und die Folge ist auch zu Ende. Deswegen würde ich auch sagen, ich versuche hier noch reinzukommen in die Collision Area. Komm, danke. Deswegen würde ich sagen, das Däumchen auf jeden Fall da lassen. Bei den anderen beiden vorbeischauen ist natürlich alles verlinkt. Und wir sehen uns im nächsten Part natürlich wieder, wenn ihr mögt. Bis dann, oder ran. Lülü. Tschüss, Leute.